So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit einer sehr geilen Partie gegen Borussia Dortmund. Das Ganze zu Hause am Böllenfalltor in der Fußball-Bundesliga am, da müssen wir schnell schauen, 28. Spieltag. Oh, Bayern ist wieder voranmarschiert. Am 28. Spieltag die Bayern also wieder auf Platz 1. Wir allerdings mit einem Spiel weniger. Es könnte wieder alles gut werden. Das ist schon mal der positive Beitrag an der Geschichte. Aber wie gesagt, gegen Dortmund eine richtig krasse Partie, die ansteht. Ihr seht der BVB auf Rang 6. Wahrscheinlich so heute mit, kann man sagen, mit der letzten Chance irgendwie Richtung Champions League noch zu kommen. Ich würde fast sagen, ja. Aktuell 7 Punkte hinter Gladbach, hinter dem Tabellenvierten. Mit einem Sieg wären es nur noch 4. Heißt, Dortmund wird heute alles geben, um in der nächsten Saison wieder in der Königsklasse eventuell spielen zu dürfen. Von dem her wird es alles andere als einfach. Aber ich denke, wir sind ganz gut drauf. Wir haben auch ein Ziel und das heißt, wieder auf Platz 1 zu kommen. Und das können wir erreichen und hoffentlich werden wir es erreichen. Ich habe heute übrigens ein bisschen geguckt vor der Aufnahme. Fand ich mal sehr interessant, was die einzelnen Statistiken nochmal angeht. Und hab mir da unsere Truppe mal ein bisschen genauer angeguckt. Vor allem was Tore angeht. Maxi, das haben wir ja neulich schon mal festgestellt. Glaube ich, ich habe es jetzt nicht genau nachgerechnet, aber ich schätze mal, wenn mich nicht alles täuscht, dürfte es der Mann sein mit dem besten Schnitt, was Scorerpunkte angeht. Sprich, ein Tor oder eine Vorlage, was da den Durchschnitt pro Spiel angeht, dürfte der Kollege der Beste sein. Also sehr, sehr geiler Typ. Müssen wir wieder häufiger spielen lassen. Ich weiß nur nicht, inwieweit er im Sturm oder auf dem Flügel besser ist. Lasst mich das gerne nochmal in den Kommentaren wissen. Wir haben halt vorne Dausch, wir haben Drimmitsch, die unsere Top-Torjäger sind. Dementsprechend Maxi ist halt eher auf dem Flügel unterwegs. Aber jetzt mal Dausch und Drimmitsch ausgeschlossen, beziehungsweise einfach mal nicht dran denken. Würdet ihr Maxi vorne im Sturm spielen oder eher auf dem Flügel? Er hat halt eigentlich von den Stats her die Möglichkeit, beides zu spielen. Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Rausch mit 4 Buden, Nikolai Müller mit 5en. Sprich, das soweit unsere Topscorer. Und Antonio Rüdiger, der einzige Verteidiger, der schon ein Tor gemacht hat. Sonst hat keiner getroffen, bis auf Antonio Rüdiger. Vorlagen dann Kroos und Maxi. Dahinter sogar noch einen Dausch. Und ein Dahoud, sehr interessant. Auch ein Drimmitsch schon mit 3 Vorlagen. Insgesamt 14 direkte Torbeteiligungen in 18 Spielen. Ist ein ordentlicher Wert. Dann die Spiele ohne Gegentor. 13 Stück bei 27 Einsätzen von Tüton. Auch das ist stark. Gelbe Karten haben wir, ja, 3 waren es, glaube ich, hier. Und rote Karten haben wir gar keine. Wow. Und was auch noch vielleicht ganz interessant ist, was die Einsätze angeht. 27 Spieltage haben wir in der Fußball-Bundesliga. Tüton hat jedes einzelne gemacht. Rüdiger so ziemlich. Und ihr seht, es gibt aber trotzdem, ja, ich glaube, wir haben ganz gut das Mittelding gefunden, bezüglich schonen und eben oder auch nicht. Sprich, ich glaube, da bin ich echt sehr zufrieden. Wartet mal, Rüdiger? Nee, Rüdiger, haben wir den schon? Den hatten wir schon von, boah, ich blick nicht mehr durch langsam. Ich blick langsam echt nicht mehr durch. Dausch in Anführungszeichen nur 20 Spiele, Drimmitsch sogar nur 18. Aber das kriegen wir alles hin. Ich glaube, das haben wir echt stark gemacht, was die Rotation angeht. Und wir haben bis auf Gedos de Conceição jeden Spieler aus dem Kader aktuell eingesetzt. Auch eine sehr interessante Geschichte. Aber das soweit erstmal nur zu den Statistiken. Musste mal wieder sein. Zum anderen habe ich mir natürlich die Kommentare angeguckt und habe hier in diesem Tool, sorry, ich bin immer noch nicht ganz gesund bei 100%, die Spiele angepasst, heißt, es ging vor allem um einen Wittek, der ist ganz oben. Das war da das Trikot rausnehmen, das habe ich gemacht und ich glaube bei wie heißt der gute Mann, bei wem war's? Ich glaube, es war bei Orban. Ich glaube, es war bei Orban. Der hat ja auch das Trikot noch in der Hose, habe ich mal raus. Und ich glaube sogar Ferrati auch noch. Habe ich auf jeden Fall angepasst. Müsste passen. Ich bin jetzt nicht alle durchgegangen, weil das immer relativ lang lädt und der Kader doch ganz groß ist. Aber ich glaube, das müsste bei allen passen. Wenn euch da nochmal was auffällt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und an dieser Stelle natürlich auch wie immer, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Vielleicht schaffen wir wieder die 1500 Likes wie im letzten Part. Ich glaube zumindest damals gepackt. Bin mir nicht ganz sicher. Würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt mir immer gerne eure Meinung zum Let's Play, beziehungsweise allgemein zu Vorschlägen in die Comments, ob wir hier und da und sonst wo noch was ändern können. Und in dem Sinn würde ich sagen, quatsch wir nicht lange drum rum, der BVB, wie gesagt, mit der letzten Chance auf die Champions League Plätze, eventuell, wir mit einer großen Chance wieder auf Platz 1 zurückzukehren und wir haben ja noch das Spiel gegen die Bayern. Es ist jetzt übrigens, wow, einfach nur. Dortmund, Leipzig, Sevilla, Augsburg, nochmal Sevilla, Hoffenheim und Frankfurt im Halbfinale des DFB-Pokals. Es geht zur Sache. Und dann, wie gesagt, die letzten 3 Matches, Bayern, Leverkusen, Hamburg. Da wird es interessant, da geht es dann ums Eingemachte, um die Wurst und da müssen wir dann letztendlich da sein und nochmal die Punkte holen. Aber wie gesagt, genauso sehr auch heute. Ja, Fail, wartet mal, ich will natürlich vorher, wäre interessant, wenn wir noch die Mannschaft wüssten, mit der wir spielen.
So, da werden wir nämlich wieder ein bisschen durchwechseln. Müller drin mit Schwerner, unsere drei Top-Offensivstars, was zumindest rein die Ratings angeht im Sturm. Schöpf dahinter, Dahoud, Groß, ja, würde ich mal sagen, machen wir so. Rüdiger natürlich wieder zusammen mit Hoffmann. Lass mich da nochmal ganz kurz reinschauen. Rechts, okay, und Rüdiger war nur IV, genau. Holland auf links, Schrägstrich, Dolia. Nee, lass mal rück mal Holland, der hat eine gute Form, warum nicht? Und auf der rechten Seite Danny da Costa. Wir haben ja aktuell da leider noch ein bisschen eine Verletztenliste. Da gucken wir auch nochmal kurz rein. Bevor wir gleich reinstarten, wie es da aussieht. So, Jung nehmen wir nochmal raus. Ich höre übrigens gerade, ich meine, ihr hört es ja leider nicht wegen Gamer und so, aber ich höre gerade übrigens meinen Mix der Woche. Und da kommt gerade The Spirit of the Hawk, das Lied, das ungefähr 1970 in den Charts war. Ich weiß nicht, warum das in meinem Mix der Woche ist, aber okay, nehme ich mal so mit. Klotz nehmen wir noch mit, würde ich sagen. Klotz für Orban. Ferrati muss mit an den Start. Dausch, Maxi, Zulu, Kurt. Wunder, 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 wunderbar. Okay, so gehen wir es an. So gehen wir es an. Guck nochmal ganz schnell rein in den Teambericht. Ich bin jetzt mal gespannt, was da nochmal genau jetzt ist, beziehungsweise wie lange jetzt nochmal unser Kollege ausfällt. Was? 8 Wochen waren das noch? War das echt so lang? Ach ja, Touré war, glaube ich, der mit 2 Monaten, ne? War, glaube ich, sogar erst im letzten oder vorletzten Part. Shit. Da habe ich schon wieder gar nicht mehr dran gedacht. Aber okay, wir haben mit der Costa immerhin einen, der uns gut taugt. Und ich glaube, genau die Ablöse können wir dann auch einigermaßen bezahlen. Waren wir da nicht schon über 2,5? Ja, kommen wir auf jeden Fall dann drüber. Machen wir mal so. Für Almami Touré. Den müssen wir ja noch bezahlen. Der ist ja nur geliehen. Aber okay, so, jetzt gehen wir rein. Nicht länger quatschen, Jungs. Ich bin gespannt. Haben wir mittlerweile immer noch Gestöber? Das kann nicht sein, oder? Schauer, na überragend. Wir sind raus aus dem Winterloch in der Fußball-Bundesliga hier in Deutschland. Das freut uns. In FIFA wird's wärmer und in echt wird's ein bisschen kälter. Es soll ja schon langsam wieder herbstlich werden. Sommer war so halb da und jetzt wird schon wieder Herbst. Okay, nehmen wir mal so mit. In den Sinn, starten wir rein. Darmstadt-Dortmund, geile Partie, die ansteht. Verkehrte Vorzeichen. Darmstadt kämpft um die Meisterschaft. Dortmund nur um die internationalen Plätze. Hätte man sich, wenn überhaupt, wahrscheinlich eher andersrum vorgestellt. Aber nach knapp 4 Saisons ändert sich nun mal das ein oder andere in FIFA. Von dem her bin ich sehr gespannt, was der BVB auch wieder für Neuerungen mitbringt. Cavani war ja, glaube ich, so der Top-Transfer bislang beim BVB in diesem Let's Play, in dieser Karriere. Da werden wir gleich nochmal reinschauen, ob es da eventuell auch nochmal News gibt, ob man sich da nochmal verstärkt hat. Wir erhaschen mal einen Blick. Mkhitaryan sehe ich da, Reus sehe ich ganz in, ist Cavani, Kagawa, glaube ich, am Start. Gündogan auch nochmal mit am Schlüssel. Also Dortmund scheinbar mit einer ordentlichen Aufstellung. Werden wir gleich sehen. Und wir haben die beste Heimbilanz zusammen mit den Bayern in der Fußball-Bundesliga. Nee, wenn wir gewinnen, sind wir sogar besser als die Bayern. Gerade mal eine Niederlage haben wir zu Hause mitnehmen müssen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn ihr euch noch dran erinnert, wer es war. Und genau, das ist auch noch ein Thema, weil ich gerade sehe, Großkapitän. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welcher Spieler soll unser neuer Kapitän werden. Schrägstrich, ich glaube, ich mache es anders. Ich glaube, ich mache mal eine Infokarte. Guckt mal oben rechts vorbei, ich hau mal eine Infokarte raus. Ich hoffe, ich denke dran. Ich muss mir das mal schnell aufschreiben, sonst vergesse ich es nämlich. Welchen Spieler wir zum Kapitän machen sollen. Ich werde, denke ich mal, 5 Spieler oder so raussuchen, die natürlich ein bisschen erfahrener sind und so. Und dann könnt ihr da abstimmen und dann gewinnt der mit den meisten Votes, beziehungsweise mit den meisten Prozent. So, das ist die Aufstellung. Danilo noch mit am Start. Sonst, glaube ich, unverändert im Vergleich zum letzten Spiel gegen die Dortmunder. Für alle, die es nicht wissen, wie das genau geht, die Infokarte findet ihr einfach, wenn ihr jetzt mit der Maus über das Video fahrt. Oben rechts ist so ein i, da einfach draufklicken und dann kommt die Umfrage. Mit dem Handy genau dasselbe, einfach in das Handy auf den Touch klicken und dann erscheint auch oben rechts das i. Heißt, egal wo ihr das Ganze guckt, könnt ihr mitmachen, außer vielleicht, wenn ihr via Konsole das Video schaut. Dann könnte es schwierig werden. Weiß nicht, ob das da geht. In dem Sinne, klickt da vorbei, wir starten rein, 28. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Interessanter Spieltag, der ansteht und auch ein sehr, sehr wichtiger. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, wollen wir auf 1, dann brauchen wir den Sieg. Werner hat Bock auf 1, kommt da leider aber nicht vorbei. Alles andere wäre Rang 2 weiterhin, der sicherlich auch nicht schlecht wäre, aber in dieser Phase, in der wir uns befinden, wollen wir natürlich versuchen, jetzt auch nochmal das Maximale aus dieser geilen Saison rauszuholen. Gut von Nikolai Müller, schön aber nach außen. Vielleicht gleich mal eine frühe Flanke bringen, die ist nicht so schlecht. Werner, und dann springt der Ball weg. Allerdings ist da Drimmitsch, der es mit dem Schuss probiert. 6. Minute, erste Torannäherung. Allerdings geht dabei dann doch ein ganz schönes Stück am Tor vorbei. Weidenfeller, nee, Birki ist ja im Kasten mittlerweile. Weidenfeller weiß gar nicht, ob der überhaupt noch kickt. Birki da muss nicht eingreifen. Na, schauen, wie die Dortmunder kicken werden, ob man da
sich ein bisschen auf Konter beschränkt, ob man das Spiel bestimmen will. Auswärts hier bei uns, ich habe keine Ahnung, bin sehr gespannt. Aber wir wollen auf jeden Fall mal, wie immer, versuchen, schnell umzuschalten. Gut gemacht von Schöpf. Schöner Ball. Müller kriegt ihn nicht ganz. Schnell umzuschalten, schnell nach vorne zu spielen und dort natürlich letztendlich die Buden zu machen. Groß, guter Ball, Drimmitsch mit der Riesenchance. Josip Drimmitsch macht den rein. 1:0, 11. Minute, die Dortmunder ein bisschen unsortiert in der Hintermannschaft und dann ist es Drimmitsch mit seinem Tornummer, ich weiß es gar nicht, Tornummer 12 oder so. Wollen schauen, was uns noch an und ich merke es mir nicht. Unfassbar, Torhymne erklingt auf jeden Fall, Subotic kommt zu spät. Da hat es überhaupt nicht gestimmt in der Dortmunder Hintermannschaft. Und der Mann mit der 15, Trikotnummern müssen wir vielleicht auch nochmal anpassen, ne? Macht das Golasso, richtig gutes Ding. Wir führen überragend. Ich will jetzt mal schnell schauen, dass wie viel Tor das war. Deswegen warte ich noch kurz. Drimmitsch mit Tor Nummer 12 in der Fußball-Bundesliga im 19. Einsatz. Das ist ein sehr ordentlicher Wert. Das ist ein super ordentlicher Wert. Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz er da aktuell steht in der Torjäger-Rangliste der Fußball-Bundesliga. Werden wir uns vielleicht nach dem Part nochmal, beziehungsweise nach dem Spiel, nochmal angucken. Guter Start in die Partie. Dortmund liegt hinten, wir liegen vorne. Was willst du mehr? Vielleicht ein 2-0 Fragezeichen groß. Schöner Ball. Dortmund ist irgendwie nicht wirklich da, oder? Kommt es euch auch so vor? Das fühlt sich nicht an, als ob wir hier gerade gegen den BVB spielen. Guter Ball, da ist Felix Groß. Nächster Schuss! Und wenn die Dortmunder da Pech haben und wir ein bisschen mehr Glück, dann macht unser aktueller Kapitän das 2-0. Und dann sieht es aber mal richtig bitter aus. Für die Männer in Schwarz-Gelb. Mann, Mann, Mann. Guter, richtig guter Start von uns. Wie gesagt, man darf aber nicht vergessen, Dortmund findet gerade gar nicht statt. Die befinden sich noch so ein bisschen im Tiefschlaf. Keine Ahnung wieso, die stehen auch taktisch sowas von schlecht. Das muss man leider so sagen. Nikolai Müller, jetzt vielleicht. Müller wird gegrätscht, das gibt den Elfmeter. Also das fühlt sich nicht an wie Dortmund. Sag mal, spielen wir hier gerade gegen, keine Ahnung, den Abstiegskandidaten? So kommt es einem vor. Riesenchance per Elfmeter auf die nächste Kürze. Gelbe Karte nochmal oben drauf für Sokratis, für den Griechen. Gar keine Frage, richtige Entscheidung. So ein typischer FIFA-Elfmeter. Da muss der dann gar nicht mehr viel machen. Ich gehe dann meistens einfach von der Sprinttaste runter. Und dann rennt er automatisch in den Mann rein und du kriegst den Elfmeter. Und es ist nicht die Chance für Schöpf, sondern Drimmitsch, würde ich sagen, darf wieder ran. Der Mann mit dem besten Elfmeter-Stat. 74 hat er da. Gibt's das Tor Nummer 13. Drimmitsch, der sieht perfekt aus. Drimmitsch, der ist perfekt. 2:0 nach 20 Minuten gegen eine sehr, ja, wie nennen wir es? Skurrile Dortmunder Hintermannschaft. Also was die da heute treiben, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Drimmitsch mit dem Doppelpack überragend. 2:0 und das ist mal ein Zeichen an die Konkurrenz. Gegen die vermeintlich, zumindest individuell bessere Mannschaft gegen Dortmund. 2:0 nach nicht mal einer halben Stunde. Wahnsinn, richtig gut und der BVB, der findet nicht statt. Der hat kaum Ballbesitz, der hat kaum Pässe, die sie an den Mann kriegen. Und defensiv, wie gesagt, steht man wie ein Abstiegskandidat. Schöpf, der da wieder ganz viel Platz hat, macht das gut. Müller sieht Schöpf, Schöpf in die Mitte gelegt. Chance ist da, Costa bleibt dann leider an Danilo hängen. Jungs, ihr merkt's, ich bin sehr überrascht. Ich bin sehr, sehr überrascht aufgrund der Leistung der Männer in Schwarz-Gelb. Werner, guter Ball, mal langschicken. Nächste Möglichkeit, die da ist. Der Hut, Flanke kommt nicht rein, gibt die Ecke. Was ist da los? Oh, ich krieg das Geschocktsein nicht aus dem Kopf. Aber egal, uns freut's ja. Es ist ja wunderbar. Was wollen wir mehr? Drimmitsch macht das gut. Schöner Ball. Groß, ebenfalls gut. Rüdiger kriegt den nicht durchgesteckt, leider. Reus wieder dazwischen. Versucht's mal ein bisschen ruhig zu machen. Bender, Sokratis. Bin gerade am Überlegen, ob wir da weiter großartig pressen sollen oder ob wir einfach mal auch uns spielerisch eine kurze, in Anführungszeichen, Pause gönnen. Einfach mal ein bisschen zurückziehen, aber ich glaube, wir pressen erstmal weiter. Wir pressen erstmal weiter und das hat Erfolg. Drimmitsch V-Spiel. Heieiei. Schade. Sonst hätte man da die nächste große Chance gehabt. 97% der Pässe der Dortmunder kommen an, das kommt einem aber nicht so vor. Aber das kommt einem überhaupt nicht so vor, Freunde. Wahnsinn. Mkhitaryan über die rechte Seite. Der Hut. Oh, das war schlecht gemacht. Mickey mit der Flanke und dann ist er nicht drin. Auf einmal geht's blitzschnell. Edinson Cavani, der Ex-Pariser. Richtig gute Möglichkeit. Tüton macht sich breit. Tüton macht's gut, auch wenn er da gar nicht an den Ball mehr kommt. Aber trotzdem eine, in Anführungszeichen, gute Parade von ihm. Cavani findet keinen Weg vorbei in Richtung Tor. Da ist vielleicht der nächste Angriff, der rollt. Moderhut, guter Ball auf. Alessandro Schöpf, das ist sowas von schön gespielt. Werner macht das richtig stark. Guter Ball nach vorne auf. Alessandro Schöpf, Sokratis kann klären. War wieder relativ riskant. Oh, ich krieg den Spieler nicht. Beziehungsweise verwechsel mich da, mehr oder weniger.
Hey, hey, war wieder gut gespielt, ne? Also wir machen das schnell nach vorne. Dortmund versucht sehr offensiv drauf zu gehen, offensiv zu verteidigen. Und dadurch kriegen wir halt nun mal die Lücken, ne? Gefällt mir sehr gut. Cavani, der auch noch absolut in der Luft hängt da vorne. Kriegt die Flanke nicht rein. Und wir können es wieder rausspielen. 4 Minuten noch in Durchgang 1. Ein 2:0 gegen den BVB. Ich denke mittlerweile nach 28 Spieltagen, ne? Und nach der Position, in der wir uns tabellentechnisch in der Fußball-Bundesliga befinden, zählen wir sowieso schon mittlerweile zu einem Titelkandidaten. Aber spätestens nach dem Erfolg, wenn es denn dabei bleibt, ist das ein überragend großer Kandidat. Alter, komme ich schon in Stottern. Wieder stark gespielt und fast das dritte von Drimmic. Fast der lupenreine Hattrick durch den Ex-Klubberer. Richtig stark, wie wir das da machen über die Seite. Spätestens dann hat uns, glaube ich, aber so jeder auf der Rechnung in der Fußball-Bundesliga für den Platz 1, eventuell für einen Kandidaten, der sich am Ende den Titel holt. 3 Minuten gibt's oben drauf, nochmal eine lange Ball, bitte nichts mehr riskieren da hinten. Allerdings ist die Dortmunder Vordermannschaft nochmal da, das ist stark und dann Tüton, was ist mit dem Teufelskerl los? Also wir haben eine Mannschaft, die ist bombastisch. Da klappt es einmal in der Defensive nicht. Dortmund mit der riesen Möglichkeit. Cavani zum zweiten Mal vor Tüton. Und das macht er in einer Manier, wie es ein Neuer und Co. nicht hätten besser machen können. Wahnsinnsparade. Boah, tief durchschnaufen. Das wäre nochmal bitter gewesen, hier ein 1-2 kurz vor der Pause zu kassieren. Riesending von Premislav Tüton. Boah. Okay, wir gucken rein. Beide mit einer guten Passgenauigkeit. Dortmund trotzdem in den entscheidenden Situationen zu schlecht bei diesen Dingen. Und alles in allem, denke ich, geht die Führung auch in Ordnung. Auch wenn, wie gesagt, Dortmund vielleicht sogar ein Tor hätte machen können, auf jeden Fall. Aber Tüton, der Teufelskerl, macht das stark. Wir gehen rein. 2. Durchgang. Trifft Drimmic nochmal. Treffen wir allgemein nochmal oder kommt Dortmund ran? Das sind die Fragen, die sich jetzt hier alle stellen. Oder ist am Ende dieses 28. Spieltags wieder der SV Darmstadt 98 auf Platz 1 der Fußball-Bundesliga. Holland, guter Ball. Werner kriegt den nicht in die Mitte, Bürki dazwischen, aber wieder mal spielerisch ganz schön gelöst nach vorne in dieser Partie. Also im Vergleich zu den letzten zwei Parts, wo wir spielerisch nicht so ganz überzeugen konnten, meiner Meinung nach, ist das heute eine ganz, ganz andere Leistung. Das ist richtig gut. Das macht Spaß zuzuschauen. Und auch Spaß zu spielen und das Ergebnis stimmt noch dazu. Was willst du mehr? Drimmic, der war ein bisschen schlecht gespielt. Sein erster schlechter Ball, glaube ich, in dieser Partie. Aber alles war gut. Mkhitaryan kommt über die Seite gut von Timo Werner, der Defensivaufgaben da übernimmt. Allerdings schlecht klärt Kagawa. Ist wieder am Ball nach Doppelpass. Schöpf, Drimmic, Schöpf, Drimmic. Überragendes Spiel. Ball kommt leider nicht ganz an, oder? Oh, Dur macht das riskant, aber macht es am Ende gut. Kannst du nicht meckern. Bender. Kagawa. Wieder Gündogan. Dortmund kommt nicht wirklich raus aus der eigenen Hälfte. Gut von uns da. Allerdings Kagawa dazwischen. Und ihr seht es oben links eingeblendet. Das ist natürlich auch eine super überragende Vorbereitung und super Generalprobe für das wahrscheinlich schwierigste Match in der Europa League heute. Beziehungsweise in dieser Saison. Abseits da. Irgendwie sowas. Gegen den FC Sevilla. Gegen den Dauersieger aus Spanien, was die Europa League angeht. Schein jetzt in der Partie beim BVB. Wir können auch mal reingehen und wechseln. Ich denke mal, den Ferrati kommt wieder für Schöpf. Das wird bombastisch hart. So viel können wir festhalten. Auch einen Klotz bringe ich mal rein. Groß, der erstmal geschont wird, auch im Hinblick auf Sevilla. Das wird unfassbar hart werden gegen die Spanier. Wie gesagt, die haben die Erfahrung, die wissen, wie man sowas macht. Und die haben den Titel schon das ein oder andere Mal eingefahren. Dementsprechend bin ich mal sehr gespannt, wie wir da abschneiden werden. Da ist die Chance für Mo Dahoud. Aber der Schuss, ja, das war nix, Kollege. Riesenmöglichkeit eigentlich an sich. Gute Schussposition, vor allem für FIFA. Oder aus FIFA-Sicht gesehen, richtig perfekt zum Abschluss. Aber das machen wir alles andere als gut. Schön von Ferrati. Dahoud. Werner, stark durchgesteckt. Chance für Josip Drimmic. Kriegt ihn nicht unter. Kommt da leider pace-technisch nicht an Sokratis vorbei. Deswegen der etwas verfrühte Abschluss. 5:2 Schüsse. Dortmund kommt noch immer nicht so wirklich raus aus der Pause. Die letzten 10 Minuten in Durchgang 1 waren gut. Alles andere aus BVB-Sicht eigentlich mehr oder weniger zum Vergessen. Das ist heute nicht deren Spiel. Erik Durm kommt da erstmal vorbei. Tüton muss nicht eingreifen. Ball geht ans Ausnetz. Gebt den Abstoß. 20 Minuten noch überstehen. Kein Gegentor kassieren. Sonst könnte es nochmal eng werden. Die Dortmunder werden dann sicherlich nochmal alles nach vorne werfen. Und dass die individuelle Klasse haben, darüber haben wir gequatscht. Das ist ganz klar.
aber aktuell ist es einfach viel zu wenig, was der BVB da zeigt. Sahin. Gute Grätsche gegen Cavani, der wie gesagt komplett in der Luft hängt. Also von Cavani siehst du gar nichts. Allerdings kann er auch schwierig da als alleinige Spitze vorne sich die Bälle auch noch selbst holen, verteilen und die Tore machen. Das ist ein bisschen schwierig. Mkhitaryan. Gut dazwischen von Klotz. Ganz, ganz stark gemacht. Draufgestiegen. Oh, macht er schlecht. Dortmund kommt noch mal ein bisschen rein. Zumindest setzen sie sich da gerade vorne ein bisschen fest. Und Dortmund muss in der Champions League ran gegen Napoli. Uiuiui. Also wir gegen Sevilla, Dortmund gegen Napoli. Eine Mannschaft, die wir kennen aus der Gruppenphase, wo wir ja dann leider ausgeschieden sind, weil eben Napoli gegen Barca ein bisschen unerwartet gewonnen hat. Dortmund mit der nächsten Chance da. Sonst wären ja wir im Achtelfinale der Champions League gestanden, ne? Also das wird sehr interessant für den BVB. Noel Klotz macht das stark. Gut, aber ein bisschen lang. Aber Drimic erläuft den und den werden wir jetzt dann, denke ich, auch auswechseln, den Josip Drimic. Und holt die Ecke raus. Überragend. Besser kannst du es nicht machen. Einen Wechsel haben wir noch zur Verfügung. Entweder bringe ich einen Dausch oder einen Maxi. Ich bringe einen Dausch. Ein Maxi ist wieder so ein Spieler für Sevilla vielleicht. Wie wir ihn auch schon neulich eingesetzt haben, dann gegen die Hertha. Das hat auch gut funktioniert. Schauen wir mal. Gut abgelegt. Hinten die Chance für Dausch. Der ist gerade erstmal reingekommen. Drimmelsturm, was auch immer. Keine Ahnung. Es gibt den Freistoß. Kommt da rein, hat die Chance. Und ich glaube, Origi ist gerade mit reingekommen beim BVB für Edinson Cavani, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schaue jetzt mal den Abwehrriegel rein. Das könnte das sein da vorne. Guter Ball. Klotz. Macht das stark. Da, oh, Hut. Das sollte eigentlich nicht hin. Aber okay, Timo Werner. Auf Dausch. Dausch. Hochgelegt. Klotz. Eins rüber. Und dann geklärt von Schein. Bisschen zu viel klein-klein. Aber Ball haben wir nochmal. Nochmal gut von Dausch. Klotz. Klotz, das war nix. Castro dazwischen. Castro hat die Kohle. Mann, 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 Mann. Komm mal. Kriegen wir da nochmal den Press. Nochmal draufgepresst. Leider erstmal nicht. Da ist Marco Reus. 5 Minuten. Gut, dazwischen Ferrati. Also, das war heute eine spitzenmäßige Partie mit einem verdienten Sieger. Würde ich mal so beschreiben und behaupten. Und ich denke, das wird der BVB ähnlich sehen. Gut von Ferrati. Nochmal Dausch. Leg den nochmal ab. Chance ist da. Nikolai Müller. Und dann ist Bürki da. Nächste gute Möglichkeit der BVB. Jetzt nur noch in der Offensive, was das angeht, wo die Spieler stehen. Nicht, was man mit dem Ball macht, sondern wo die Spieler rumstehen. Das ist vorne. Dementsprechend kriegen wir hinten nochmal, beziehungsweise in unserer Offensive nochmal ein paar Lücken. Aber alles in allem dürfte das nochmal gewesen sein. Bürki hat da nochmal Eier, macht das nochmal stark. Auf Castro gechippt, aber alles in allem. War das halt zu wenig? Ein verdienter 2:0 Erfolg. Werden wir gleich in 2 Minuten einfahren, dann ist die Nachspielzeit vorbei. Das freut uns, wir sind zurück auf Platz Nummer 1. Ohne Gegentor, eine der besten Defensiven der Liga. Bleibt aktuell auch in dieser Partie gegen Dortmund ohne Gegentor. Oder auch nicht. Abseits, faul, irgendwas war. Faul. Huiuiui, Kagawa nochmal mit dem Tor, aber Schiri hat schon abgepfiffen. Ich knall das Leder nochmal nach vorne, tief durchschnaufen. Tüton wäre da fast geschlagen. Und dann ist es jetzt amtlich 2:0 gegen den BVB in einer super Partie, die wir gezeigt haben. Spielerischen super, super Schritt nach vorne. Tüton, der uns in der letzten Sekunde im Durchgang 1 nochmal sowas von gerettet hat. Das war eine Riesenmöglichkeit für den BVB. Bekommt dafür eine 7,0. Spieler des Tages Drimic mit dem Doppelpack. Das freut uns. Wir stehen zurück. Wir stehen zurück. Wir stehen wieder auf Platz 1. Überragend. Und in dem Sinn sieht das gut aus. Freuen wir uns. Wunderbar. Sevilla steht vor der Tür. Und dann noch 6 Spiele in der Fußball-Bundesliga, die es zu überstehen gilt, um dann eventuell den ganz großen Traum verwirklichen zu können, Jungs. In dem Sinn, wir werden nochmal schnell trainieren. Gucken noch in die Torschützenliste rein, das wollte ich machen. Ihr könnt, wie gesagt, gerne abstimmen. Oben rechts auf die Infokarte klicken. Wer soll unser neuer Kapitän werden? Ich denke, so 5 Spieler grob werde ich mal zur Auswahl stellen. Einen Dausch zum Beispiel oder so natürlich noch nicht, sondern es soll schon einigermaßen realistisch sein. Sprich, ein Spieler, der natürlich so gut wie immer spielt und der auch ein bisschen erfahren ist, gar keine Frage. Aber das werdet ihr dann sehen. Haben nochmal 3 Nachrichten. Jetzt kommt bei mir, ich bin Polizei von Jan Böhmermann hier bei Spotify. Was ist denn los? So, gehen wir nochmal rein. Es leckt und es hängt und Europa League halt, you know. Uch, das wollte ich nicht. So, Pressekonferenz. Wen loben wir denn? Sollen wir einen einzelnen Spieler loben? Ich würde fast sagen, wir loben mal Drimic. Nee, wir loben mal Tüton. Tüton hat sich's auch verdient. Loben wir mal Tüton. So, wegen des neuen Vertrags. Oh, achso, was doch? Trainer, ich habe in letzter Zeit viel über meine Zukunft bei diesem Verein nachgedacht und mich entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Ich werde meinen Vertrag erfüllen und dann weiterziehen. Noel Klotz, fällt die Darmstädter Wundertruppe auseinander? So wird getitelt. Bild-Zeitung, Seite 1, Kappa. Wie lange hat denn der noch Vertrag?
Klotz hat aber, glaube ich, noch ein bisschen. Klotz hat noch sehr lange. 3 Jahre. Der wollte eigentlich nur mehr verdienen. Wow. Der sagt mir, er will mehr verdienen. Ich biete ihm einen neuen Vertrag an, um 1 Jahr verlängert und dann hört er auf. Krass. Nice. Top. Wunderbar. Musste nicht verstehen. Okay. Nee, dann gehen wir nochmal kurz rein in die Spielerstatistik, auch wenn es, wie gesagt, ein bisschen leckt. Schauen da rein, wie es aussieht. In der Bundesliga natürlich. Kruse, Müller, Kalou und dann kommt schon Drimmitsch. Kruse mit 18 Toren, das ist stark. Dann Müller 15, Kalou 13, Drimmitsch 13 und Erdinsch mit 12. Dann vom BVB Cavani, der sehr blass geblieben ist. Benzema bei den Bayern, sehen wir nur noch Bakambu bei Gladbach. Valencia bei der TSG 1899 Hoffenheim. Niasse von Gladbach. Okay, Niasse klingt nochmal interessant. Den würde ich ganz gerne nochmal kurz anschauen. Sag mir so aktuell erstmal gerade nichts. Von dem her umso interessanter. Wer ist der Kollege? Niasse. Niasse von Borussia Mönchengladbach. Da ist er. Umar Niasse oder Niasse. Irgendwie so das in der Art. Kürzlich für 14 Millionen gekommen. Werde ich mal scouten. Würde mich mal interessieren. In dem Sinne, Jungs, würde ich sagen, war es das für heute an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst immer gerne ein Däumchen nach oben da. Vielleicht schaffen wir die 1500 Likes. Würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr nochmal was zu verbessern habt. Guckt am besten in der Videobeschreibung vorbei. Merchandise-Shop und Co. Werde ich mir übrigens, ich hatte gerade eine coole Idee. Vielleicht machen wir so eine Darmstadt-Merch-Edition. Habe ich eine geile Idee. Vielleicht setze ich demnächst um. Könnt ihr euch drauf freuen. Und in dem Sinne, wie gesagt, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich bin erstmal raus. Habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.